Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns eine neue Spezies für das Spiel an. Das heißt, dass ein Dinosaurier, der wird komplett zum Spiel hinzugefügt und überschreibt keinen der bereits vorhandenen Dinosaurier. Und welcher das ist, das seht ihr jetzt. Und das ist der Gigantoraptor. Die Kamera ist auch wieder on point. Der kommt, wie gesagt, komplett neu ins Spiel als neue Spezies. Allerdings hat er das Skelett und die Animation von dem Iguanodon. Und ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein sehr großer Oviraptor. So ein bisschen. Aber irgendwie interessant. Und dadurch, dass er für den Iguanodon ins Spiel kommt, wird er natürlich auch sehr coole Kampfanimationen haben. Weil der kann ja kleinere Fleischfresser wegtreten, der Iguanodon. Und auch mittlere Fleischfresser so. Ich weiß gar nicht, was das für ein Move ist. Das werden wir uns auf jeden Fall gleich nochmal angucken. Frage ist natürlich, ob das jetzt ein Pflanzen- oder Fleischfresser war. Wobei ich bei dem Schnabel so ein bisschen davon ausgehe, dass das ein Pflanzenfresser war. Kann aber auch ein Allesfresser gewesen sein. Könnt ihr gerne mal ein paar Fakten über den in die Kommentare schreiben. Dann lernt man da auch ein bisschen was dazu. Aber ich muss sagen, so vom Model her und von den Bewegungen sieht das schon sehr gut aus. Das Einzige, was ein bisschen steif ist, sind die Arme. Das ist ein bisschen schade. Nur beim Trinken bewegt er den Mund auch leider nicht. Schade. Ja, ist aber sehr hochauflösend. Man sieht jede Schuppe. Also so wie es sein sollte. Die Farbkombination sieht auch sehr cool aus. Und ich finde auch, dass man gar nicht unbedingt erkennt, dass der für den Iguanodon ins Spiel kommt. Weil der Körper schon sehr stark abgeändert wurde. Was ich auch super finde. Was ich tatsächlich auch noch richtig cool finde, ist, dass der hier sein eigenes Bild hat. Und auch mit dem Namen richtig alles eingetragen. Gigantoraptor. Und auch ein sehr passendes Bild, wie ich finde. Er hat dann wahrscheinlich auch eigene Werte. Wir können mal vergleichen, ob die vom Iguanodon identisch sind. Ne, schaut mal, die wurden auch angepasst. Alles ein bisschen unterschiedlich. Ich werde jetzt in diesem Video auch nicht alle Skins freilassen. Falls ihr euch die anderen Skins angucken wollt, könnt ihr die Mod ja auch gerne selber runterladen. Die ist unten in der Videobeschreibung für euch. Der sieht halt wirklich komplett anders aus, der Skin. Ist halt eher so bräunlich und nicht so knallig wie der andere mit diesem Weiß-Rot. Finde ich aber auch sehr passend und cool. Ist immer toll, wenn die so unterschiedliche Skins haben. Also in die Mod ist auf jeden Fall sehr viel Mühe und Arbeit geflossen. Fällt mir richtig gut. Einen letzten Skin schauen wir uns aber noch an. Das ist jetzt der Küstengebiets-Skin. Er scheint sehr dunkel zu sein. Ein bisschen melanistisch. Das ist halt wirklich. Ja, das ist echt cool, dass die Skins so viele Farbvariationen haben. Wäre sowieso cool, wenn es immer eine Albino- und eine melanistische Variante von allen Dinos geben würde. So wie bei Path of Titans. Jetzt schauen wir uns aber natürlich noch die Kampfanimation an. Hier gegen einen kleinen Fleischfresser wie den Velociraptor. Na, der trifft leider schon mal nicht ganz, aber sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Der Kopf ist unten. Oh, das haben wir jetzt ganz schlecht gesehen. Aber das Geräusch war böse. Der ihn einfach weggetreten hat. Jetzt kann ich es hoffentlich ein bisschen besser einfangen für euch. Also dieser Körpertreffer, der trifft wirklich leider nicht ganz. Aber der Schrei ist cool.
So, ich mach mal Zeitlupe an und dann schauen wir uns das jetzt mal so an. Dann verpassen wir da auch nichts. Wie er auf ihn herabschaut. Zwei verschiedene Raptoren. Und der ist einfach gefühlt fünfmal so groß. Ein bisschen spule ich noch vor. Und jetzt versucht der Raptor nochmal einen letzten Angriff von der Seite. Aber der Gigantoraptor reagiert und tritt ihn weg. Autsch, das tat weh. Da finde ich aber cool, dass er die Animation vom Iguanodon hat. Weil der hat schon somit die coolsten Kampfanimationen aus dem ganzen Spiel. Und jetzt sehen wir das Ganze mal gegen mittelgroße Fleischfresser. Wir haben ja als Kontrahenten einen Metria Kanto. Er ist trotzdem noch ein ganzes Stück größer als der. Und jetzt ist der Kopf unten. Er schwankt und wackelt. Und wird jetzt nochmal zu Fall gebracht. Animation sah auch ein bisschen strange aus, muss ich sagen. Weil halt die Arme so steif sind. Das wäre halt noch so ein Punkt, den man echt verbessern könnte. Das mit den Armen ist echt sehr, sehr schade. Ist aber vermutlich, ich denke mal, sehr, sehr schwierig gut umzusetzen. Weil der Iguanodon hat ja eher so richtige, ja, lange Beine als Arme. Kann man damit verstehen, was ich meine? Also der hat halt wirklich Arme, die sind so lang, fast wie die Hinterbeine. Da läuft er dann teilweise auch auf vier Beinen, wenn mich nicht alles täuscht, der Iguanodon. Ja, gegen große Fleischfresser hat aber auch der Gigantoraptor keine Chance. Er wird halt aufgepackt und zu Boden gebracht und das war's. Also das war wirklich kurzer Prozess. Ich habe hier nochmal eine Animation, die wir noch gar nicht gesehen haben, nämlich die Schlafensanimation. Die hat hier leider schon so ein bisschen angefangen. Oh, das sieht ja süß aus. Gut, das Auge ist so richtig creepy offen. Aber ansonsten sieht das schon nicht schlecht aus. Ja, Leute, das ist die Gigantoraptor-Mod. Falls ihr die mal selbst ausprobieren wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist die für euch verlinkt. Und wir schauen uns jetzt nochmal zum Abschied in Zeitlupe an, wie er hier gejagt wird von einem Giganotosaurus. Quasi Giga gegen Giga. Oh nein, da kommt er. Und da wird er gepackt. Am Körper und zu Fall gebracht. Der Arme. Und mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich von euch. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.